Hi Leute, willkommen zurück zu Skyward Sword. Link hat in der letzten Folge einen Käfer bekommen, nachdem er wirklich schreckliche Puzzle machen musste. Und mit diesem Käfer nun in unserem Besitz können wir so einiges mehr tun. Zum Beispiel ganz einfach an Leben kommen. Nice, oder? So, und nun geht's weiter in allerersten Dungeon von Zelda Skyward Sword HD. Okay. Und was ist das jetzt hier für ein Raum? Lass mal kurz mal die Gegend beobachten. Ganz ehrlich, es wäre vielleicht sogar besser, wenn ich irgendwann mal switche zu Button Controls statt zu Motion Controls, weil ihr habt schon öfter gemerkt im Let's Play, ich habe Probleme mit den Motion Controls. Und vielleicht sind Button ja sogar besser, dann kann ich ja auch Meinung geben zu beiden Varianten, was mir auch mehr gefällt. Könnt ihr auch gerne mal sagen, welches euch besser gefällt? Weil tatsächlich weiß ich das gar nicht, wie Leute das Spiel überhaupt spielen. Deko-Nüsse. Deko-Nüsse! Nice! Hier gab es nichts, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nur Preparation für einen weiteren Kampf. Ja. Scheint so. Oh. Oh. Eine Spinne. Hallöchen. Ja! Endlich! Das allererste Mal habe ich diesen Schlag ausgeführt. Endlich habe ich es geschafft. So, ja, ihr seid doch gar kein Problem mehr. Ihr denkt, nur weil ihr eine Überzahl seid, könnt ihr mich aufhalten? Denkt ihr das? Der Mittlere guckt mich nicht an. Warum guckt mich der Mittlere nicht an? Warum muss ich da oben stehen? Wie komme ich nach da oben? Ah, ja, okay, gut. Ich dachte, es wäre komplizierter. Nö, nö, ist es nicht. Eigentlich nicht. Ja, den stellen wir mal kurz weg. Gott. Steuerung, please. Steuerung ist nicht so die allergeilste. Muss ich halt noch ein bisschen mit, klarkommen. Bisschen mit, oh. Muss ich das hier rüberschieben? Runter? Anscheinend. Und dann? Zur Mitte. Oder? So, und dann hier? Ups. Da dann gleich draufstehen. Damit mich der sieht, da oben. Ja, weiter, weiter, weiter. Immer schon weiter, immer schon weiter, immer schon weiter. Das passt. Glaube ich. Das passt! Werde hypnotisiert von meinem kreisenden Schwert. Wow! So easy kann dieses Spiel sein. Tja, ich bin einfach ein Meister in diesem Spiel mittlerweile. Und nun, gib mir die Belohnung, die ich verdiene. Den Schlüssel. Schön. Dem Schlüssel sollten wir nun auf der anderen Seite weiterkommen, habe ich recht? Oh, what? What? Komm ich da irgendwie hin? Nee. Doch, ich muss da lang. Und wie? Ja, eigentlich war das schon richtig, oder? Anscheinend aber nicht. Hä? Lass mal sehen, ob nicht unser Käfer uns da helfen kann. Ja, du kannst erstmal sterben hier. Zack. Oh, das macht gar keinen Damage. Ich sterbe einfach. Okay. Ich sehe da hinten den Schalter. Ich muss hier nur durch. Ja. Oh, Steuerung ist nicht so schön. Ah! Motion Controls, mein Fersfeind. Ah, Wasser steigt. Ah. Oh nein. Link. Komm. Okay. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch so ein Item, womit wir mehr unter Wasser machen können. Ohne jetzt irgendwie von anderen Spielen zu spoilern. Oh. Hi. Was geht? Ja, das geht. Ups. Das geht. Nice. Das war wirklich Spaß, diese umzubringen.
Jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert. Alles klar. Wir aktivieren, zack. Nee. Natürlich nicht. Okay, komm, lass mich durch. Lass mich durch. Wo führt mich das jetzt hin? Direkt zur Tür. Ah, alright. Alright, 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 alright. Na gut. Na gut. Leg mir die. Her, her, ha, her. Funktioniert jedes Mal. Jedes Mal. Einfach nur wie wild draufschlagen. Und hier ist dann das Finale? Nee. Na, nee, das ist eine Abkürzung. Hier rechts geht's weiter. Was ist denn da oben eigentlich? Na, für den Rubin gehe ich jetzt nicht hin. Ein Rubin muss ich jetzt nicht. Ich habe sowieso die maximale Anzahl, wie ich sehe. 300. Was war das denn? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, wow, jetzt kann ich die alle hier nicht benutzen. Mist. Hätte ich vielleicht auch welche ausgeben sollen, als ich beim, Scheiße. Beim Dorf war. Ne, ich glaube, da gibt's gar nichts. Nur Rubine und alles. Naja, bringt mir nichts. Na gut. Gehen wir weiter? Was macht ihr denn hier? Familientreff. Nicht mit mir. Pow! Oh. Das war ein bisschen zu tief. Oh Gott, das ist echt scheiße hier. Den erstmal zu starten. Das finde ich echt mehr. Zack, zack, zack. Autsch. Noch lebt er. Okay. Hoch, 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 hoch. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Ja. Und. Nein. Daneben. No, don't die, don't die. Ja. So macht ein Profi das. Der Käfer ist wirklich mein bester Freund mittlerweile. Wollen wir ihm einen Namen geben, dem Käfer? Oh. Sowas wie Beetle. Oder so. Ha. Ich bin wirklich besser geworden, glaube ich. Okay, wollen wir ihm einen Namen geben? So was wie Beetle könnten wir ihn nennen. Oder wie heißt denn der eigentlich jetzt offiziell? Lass mal kurz sehen. Kurz schnuppern und schauen. Und schnauen und schuppern. Wie heißt du? Käfer. Dieser mechanische Käfer fliegt durch die Luft. Steuere ihn gegen unterschiedliche Objekte. Wir nennen ihn einfach Beetle. Unser kleiner Beetle-Freund. Oh, oh, er hört sich gerne Beetle-Musik an. Das ist sehr schön. Wow, 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 wow. Schön. Das ist doch schön. Ich weiß, mein Commentary ist gerade nicht Oberbombe, aber vielleicht könnte es ja Mittelbombe werden, wenn ich mir jetzt Mühe gebe. Und ich sehe auch gerade, da ist ein... Was ist das überhaupt? Willst du kämpfen? Hä? Oh Gott, was bist du? Fei, Hilfe, was ist das? Nein, 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 ich will wissen, was das ist. Dies ist eine Stahlhydra. Eine dreiköpfige Schlange aus uralter Zeit. Sie attackiert selbst nach ihrem Tod alles, was sich bewegt. Um diese fluchbehaftete Bestie zu besiegen, ist es notwendig, hier alle drei Köpfe zur gleichen Zeit abzuschlagen. Wow, noch komplizierter kann es echt nicht sein, oder? Meine Welt, mir bringt's nichts. Na komm. Scheiße. Ja, ich versteh den Gegner. Ich verstehe den Gegner. Ist nur halt sehr scheiße mit Motion Controls. Jetzt braucht nochmal eine anständige Form hier. Scheiße. Als ob das nur einen getroffen hat. Nein! So! Nein, auch nicht! Motion Controls sind echt nicht mein Ding. Wie man vielleicht sehen kann. Jetzt! Hör! Thanks and never come again. Zack. Okay. Okay, okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da oben ist Zelda, sagst du?
Ich hoffe doch, dass sie da auf uns wartet. Ich will immer noch mein Date. Armer Link, ey. Der Arme. Der muss ja wirklich einiges machen, um ein Date zu bekommen. Wo er nicht mal weiß, ob das Mädchen ihn überhaupt mag oder nicht. Also auf der Art und Weise halt mag, meine ich. Ha! Aufgeschlitzt. Nice. So, jetzt sind wir hier im großen Raum. Yep. Komm ich nicht. Was? Ich wollte gerade sagen, das hält dich auf. Wo sind wir hier? Ein Pokémon? Also bitte. Ja gut, du bist sowieso kein Problem mehr für mich. Los, Beetle! Oh. Ja, aimen muss ich halt, ne? Deshalb. Was macht der? Meine Motion Controls driften! Nintendo, ey. Selbst das driftet bei euch. Zack! Easy! Und jetzt einfach darüber! Wow! Wow! Beinahe in die Hose gegangen. Moment, jetzt brauche ich doch gar keinen Slingshot mehr. Jetzt habe ich doch einfach den Beetle. Und der macht einfach den hier. Ja. Ich brauche meinen Slingshot gar nicht mehr. Schmeiß ich weg. Brauche ich nicht. Ich doch nicht. Ich bin Profi. Ein Profi braucht so solche Anfänger-Tools nicht. Hä? Meh. Hey, keine Ahnung, ob ich da reinkommen soll. Hier jetzt lang oder? Ich glaube, das hier ist nur eine Abkürzung hier, oder? Ja, yep. Oh, Herzteil. Herzteil? Hier muss irgendwo ein Schalter sein dafür. Irgendwo ist ein Schalter für das Herzteil. Warum ist noch eine Kiste, sehe ich? Ja, brauche ich aber nicht. Mir geht's gerade noch relativ gut. Hm. Ist hier nichts? Oder war ich hier schon? Au. Ja, wenn überhaupt. Okay, also hier ist ein Herzteil. Ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Am besten wäre es, wenn ihr mir in den Kommentaren da ein bisschen weiterhilft. Ich versuche ja immer dieses Let's Play so ein bisschen. Moment, nochmal zurück. Ein bisschen zeitgemäß hochzuladen, dass ihr mir auch schön helfen könnt. Oh, da hat er Angst, ne? Da hat er Angst. Quatsch! Oh. Okay, dafür brauche ich den Slingshot. Die haben Angst vor den Beetle und rennen dann weg. Und dann kann ich ihn nicht killen. Weil der Beetle ist auch nicht stark genug. Ja, komm, nimm das. Ups. Dein Ernst? Hä? Er ist einfach von Damage gestorben und nicht runtergefallen? Habe ich ihn vielleicht erlöst? Auch bin ich nett. Ich erlöse meine Gegner, statt die qualvoll umzubringen. Ach, ich bin so nett. Ach, Link. So wirst du doch locker dein erstes Date schon hinkriegen. Hä? Ha? Ha? Die Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Schlüssel? Da steht ein H? Okay, irgendwo kann ich ein H finden. Lass uns mal das H suchen. Ach, Moment! Moment, 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 Moment! Funktioniert. Oh! Nee, das funktioniert nicht, aber ich kann was anderes machen. Ich kann das hier runterfallen lassen. Zack. Dann kann ich nämlich irgendwo rüberschwingen. Nee, das ist für zurückkommen, glaube ich. Nee, Moment. Das ist doch so ein Ding. Ich weiß einfach mit dem Beetle, weil ich den einfach mehr mag. Ich finde ihn sympathischer als das Slingshot. Auch wenn ich mit dem Slingshot besser bin. Ich mag meinen Beetle. Der ist super. Der ist toll. Schicht nicht ganz. Na komm, gib mir die kleinen Sachen hier. Ah, Müll. Müll, Müll, Müll. Hm. Hier ist eine Engelstatue. Oder Vogelstatue. Whatever. Whatever. Hier können wir kurz speichern. Blum. Das ist immer ganz schön. Okay, was gibt's denn hier oben? Komme ich hier vielleicht dorthin?
wo ich hin möchte. Falls das Sinn ergibt. Ah, ja, diesmal falle ich da nicht drauf rein. Das kann ich ja putsch schlagen. Ich weiß ja nicht, wo ich lang muss. Ah, hier. Ha, ja! Nein! Autsch! Hat zwar wehgetan, aber. Ich habe sicheren Boden unter meinen Füßen. Immerhin, immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. Oh, bitte. Okay, danke. Ich hab ein bisschen Angst manchmal, ja. Ah! Wow! Also hier muss ich lang? Das ist hier muss hier lang? Ja! Nein! Link! Oh, ja, ja, ja. Dein Beetle war das. Danke, Beetle. Du bist echt ein guter Freund. Was, ich habe keinen Damage dafür bekommen? Wirklich nicht? Okay, ich brauche mehr Schwung. Ich brauche mehr Schwung. Alles klar. Krieg ich davon keinen Damage? Tatsächlich. Ah, wenn ich will, kann ich Link einfach torturen und die ganze Zeit runterfallen lassen. Wie böse. Ich wette, es gibt Leute, die es gemacht haben. Es gibt ja auch Leute, die haben extra Mario runterfallen lassen. Aber Link, keine Sorge. Bei mir bist du sicher. Als. Oh, als ob. Vielleicht muss ich höher klettern oder irgendwas. Ich bin mal ein bisschen hoch. Anhalten. Anhalten. Gut. Vielleicht hilft das. Ha! Zack. 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 Ja! Wie geht das? Wie gehen das? Ich nicht verstehen. Woran lag das denn jetzt, dass ich das nicht geschafft habe? Nee, ich versteh's nicht. Was mache ich denn falsch? Was mache ich falsch? Was zum Teufel mache ich bitte falsch? Springe ich falsch ab? Ich meine, sehr gut, dass ich dadurch keinen Schaden bekomme, sonst wäre ich jetzt schon längst tot und müsste meine Fee benutzen, aber ich check's halt wirklich nicht. Hier gibt's ja kein weiteres Seil. Nee, hier gibt's kein weiteres Seil. Auch so gerade so kriegt das nicht hin, ne? Warte, hilft das? Oh, ich muss ganz nach unten. Aber nicht zu weit nach unten, weil sonst fliege ich runter. Aber. Okay. Warte, hier nicht. Hier kann ich den Regen. Okay, warte. Stopp, 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 stopp. Schupp, 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 schupp. Okay. Alright. Oh mein Gott, hat das lang gedauert. Und nun? Du hast das Haar gefunden. Aka den goldenen Schlüssel, aber das Haar, er ist seltsam geformt und mit dekorativen Mustern überzogen. Wunderschön. Okay, Leute. Das war wirklich, oh Gott, das war mal wieder was. Da war mal wieder was. Aber es ist vorbei und ja. Ich würde dann mal sagen, auf zum Endboss von Dungeon Numero Uno und nicht Numero Dos. Ja, ein Herzteil habe ich auf jeden Fall verpasst, aber dann muss ich das halt nachholen. Ist halt so. Wie gesagt, wäre sehr toll, wenn ihr mir da helfen würdet, weil sonst werde ich die Herzteile erst alle ganz am Ende des Displays holen. Also, ihr seid ja wirklich gefragt. Die Skyward Sword-Kenner unter euch. Okay, komm, let's go. What? Greifen? Oh, lol! Ich muss das Haar drehen. Gott, das ist aber ein sehr komisches Haar.
Nee, das ist nicht ganz richtig. Nee. Hab ich's? Nee. Okay, das muss ich erstmal herausfinden. Das ist aber eigentlich ganz cool. Finde ich. Ah, jetzt hab ich's! Ich hab's! Nicht? Hä? Doch, jetzt! Okay! Komisch. Aber das Haar sitzt wie angegossen. Nun, der Typ oder der Boss oder was für ein Stahlforster jetzt wieder auf uns wartet, wird bezahlen, dass er Zelda versteckt. Stahlfüße sahen aber ein bisschen anders aus eigentlich. Wer bist du? Und wo ist Zelda, verdammt? Sieh an, wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, mein kleiner Wirbelsturm hätte dich in Stücke gerissen. Ha, nicht, dass dies irgendetwas ändern würde. Ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch durch dieses Tor spüre. Ich habe diese heilige Göre aus ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen, hier herab zu mir und meinen Schergen. Oh, wie unhöflich von mir. Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Unwürdiger. Ich bin der Dunkelfürst, dessen Name das Erdland, ja, sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt. Girahim. Für dich freilich, Fürst Girahim. Merk dir meinen Namen, es wird der letzte sein, den du hörst. Verdammt! Du kommst damit nicht durch! Ich werde dich besiegen! Hier und jetzt! Doch was ist das? Wagst du, kleiner Wicht, es etwa, mich herauszufordern? Ja. Das Mädchen, es sollte sich doch längst schon in meinen Händen befinden. Doch dann musste diese schmähliche Handlangerin der Göttin auf den Plan treten und sie mir entreißen. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich ab dieser Schmach empfindet? Wut! Fürchterliche, rasende Wut! Mein blaues Blut kocht vor Zorn. Weißt du, nach was es mich in diesem Moment gelüstet? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann. Andererseits gereicht ein Stallbursche wie du einem Fürsten wie mir nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zurichten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. Ha! Girahim, sein Name. Was ein Psycho! Oh shit! Oh nein! Er ist nackt! Dunkel fürs Girahim! Ha! Wolltest mich angreifen, hä? Auf! Stopp! 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 Okay. Vielleicht hilft das ja. Hier! Wie ein Enderman teleportiert sich weg? Alter. Was soll ich denn machen? Warten, bis er angreift? Er will ja, dass ich angreife. Hm.
nettes Schwert, aber solange ich die Bewegung deines Schwertes sehe, blocke ich jeden deiner Angriffe in meiner Hand. Oh Gott. Was mache ich jetzt? Autsch! Mein Schwert! Mein Schwert! Okay. 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 Ich wollte mal sehen, was passiert. Das habe ich nichts gemacht. Hä? Willst du meinen Käfer auch haben? Aua! Was Probleme? Oh shit. Aua, scheiße. Shit. Ich brauch Heilung, Hey, Freund! Nimm das! Ja gut, ich wollte es eigentlich auf dich schmeißen, ne? Ist er da mir? Hi! Nimm das! Ach man, komm schon, Link. Kannst du nicht aimen? Wie war das nochmal in der letzten Folge? Oder vorletzte, oder was auch immer, welche Folge das war. Okay, das juckt ihn überhaupt nicht. Was soll ich denn machen? Obwohl er sich auch wegteleportiert, ne? Oh, hat das es gebracht? War das richtig? Vielleicht. Oh. Das gefällt mir so gar nicht. Aua. Voll in den Bauch. Shit. What? Was willst du? Girahim. Scheiße, was mache ich dagegen? Ah. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich kann nicht ausweichen. Oder soll ich dann einfach aufhören zu visieren und wegrennen? Das könnte sein. Scheiße! Herzen! Alle, die ich hab! Alle, die sind hier! Okay. Let's go! Nein! Oh mein Gott, ich bin mal ausgewichen, Leute! Scheiße. Shit! Was soll ich denn dagegen machen? Verstehe ich halt auch nicht. Ich werde diesen Kampf verlieren, Leute. Es tut mir leid. Ich werde diesen Kampf verlieren. Der ist zu stark. Es war nicht viel Gelaber von ihm. Der ist tatsächlich ganz gut. Nein! Ich hatte ihn. Link, bitte kämpfen. Aber ich kann auch nicht kontern danach. Oh Mann, scheiß Motion Controls! Ich sollte wirklich auf Buttons ändern. Hör auf mit deiner Scheißattacke! Oh mein Gott. Okay. Wie viele Leben hat der Typ? Der ist ja übertrieben. Hör auf. Güte. Ich glaube, ich sollte wirklich mal zu Button
Button using und dann irgendwann. Vielleicht besser! Okay. Ah, scheiße. Scheiße, ich hätte nicht ausweichen sollen. Okay, ich muss mehr auf Ausweichen konzentrieren, weil ich diesen Kampf noch irgendwie gewinnen will. Knapp. Scheiße! Ah, danke, Fee. Scheiße! Was? Wieso? Was? Wieso spammt er das jetzt? Ist er low? Wo ist er? Scheiße, ich hab ihn nicht gesehen! Echt ein. Warum? Ach, Junge! Nervst du? Nun, für ein Kind hast du ganz brauchbar gekämpft. Aber bilde dir nichts drauf ein. Du solltest lieber deinem Schwert danken. Ich habe mich wohl zu lange mit dir abgegeben. Ihre Präsenz schwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich. Lebe wohl, Himmelskind. Ich lasse dich gehen. Aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Sonst mache ich ernst. Ciao. Idiot. Ein Herzcontainer. Und die Tür öffnet sich. Hoffentlich mit Antworten zu wo Zelda ist. Okay. Yeah! Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Das habe ich wirklich gebraucht. Das war wirklich nötig. Und lass uns sehen, ob Zelda sich hierhinter versteckt.